Oh, Alter, ich dachte schon, ich muss dem Zukunftsgrong wieder alles überlassen, um mich jetzt feige aus der Affäre zu ziehen, aber hey. Um mich jetzt mutig aus der Affäre zu ziehen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. So, hat sich natürlich wieder voll gelohnt hier. Um die Ecke warten wahrscheinlich noch 10. Für nichts. Ah ja, hier ist schon mal nichts. Das ist ja, hat sich ja wieder echt, das ist ja, wow. Oh, guck mal da. Brauchen wir gar nicht. Sind wir etwa richtig? Sollen wir hier lang? Das wäre mir ein bisschen unangenehm, wenn ich jetzt aus Versehen beim ersten Mal schon richtig gehe. Wie soll ich denn da meinen Prinzipien treu bleiben? Gut, hier ist zu. Das ist schon mal sehr gut. Da halte ich die Prinzipien ein. Mist. Ich mache erstmal zu und tue so, als wäre ich nie hier gewesen. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz oben aufs Förderband, weil ich wissen will, was da kommt. Wir dürfen ja nichts auslassen hier, weißt du? Das ist, die Mod wurde so liebevoll gestaltet. So, Spell schon. Und Rüffelfe, Mutti. Wahrscheinlich kommt da nur wieder so ein Zerhäcksler. Natürlich. Scheiße. Och nö, wat? Was? Also nochmal. So. Hupsa. Speichern, vorsichtshalber. Wieso habe ich hier gespeichert? Ich bin so doof. Vielleicht geht's ja gar nicht lang. Vielleicht geht's ja da drüben lang, wo wir gerade lang gegangen sind. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Okay. Hier ist alles clean. Ich bin momentan noch überfragt. Müssen wir einfach da rüberspringen? Aber das ist doch zu. Hey, kleiner Mützenmann. Oh, da springt er. Wie süß ist das denn? Oh, gucke mal. Ich hab Schappi. Oh, komm zu, Papa. Hier, Schappi. So, das mit dem Schappi war ja wohl nix. Und ich fürchte, ich weiß, wo wir sind. Natürlich, das war so klar. Ach, leck mich doch. Komm, das hätten wir uns auch sparen können. Da mache ich jetzt mal ganz kurz F9, weil da fahren wir Förderband. Und die zwei Fleischmützen, da fahren wir nicht Förderband. Die zwei Fleischmützen kann man sich ja wirklich sparen. Aber wenn ich jetzt da drauf gehe, was bringt mir das? Da drüben ist doch zu, die Schleuse. Werde ich aggressiv. Huch. Mach auf da. Oh. Man kann ja auch höflich fragen. Ach du Scheiße. Oh. Was da so alles vorbeifährt. Das ist doch noch gut. Das kann ich auf dem Flohmarkt verkaufen. Auf dem Ikea-Flohmarkt. Das ist immer Family-Flohmarkt am Sonntag. Das kauft bestimmt jemand.
Ob das jetzt eine gute Idee war? So. Mal spaßeshalber hier drauf gehen. Bringt uns natürlich sehr viel. Alter, was ist denn das für eine Anlage hier? Ich weiß überhaupt nicht, wie wir hier jemals wieder rauskommen sollen. Na, fahren wir mal in unser Verderben. Was soll's? Was haben wir da? Natürlich, war so klar. So, hier mal speichern. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hin sollen, ehrlich gesagt. Und wieso machen die da so eine komischen Bewegungsminen beim Müll? Ah, das war ja zu erwarten. Ach, hier sind wir schon wieder. Da unten sind wir reingehüpft. Das Ding geht aber trotzdem nicht auf. Dann gehe ich mal zurück. Alter, geh zurück. Der geht nicht zurück. Der kann nicht crouchen. Uah. Ah. Gucken wir mal hier unten. Ah, ein Bier. So. Eigentlich mag ich gar kein Bier. Bier schmeckt scheiße. Außer man hat viele Freunde dabei. Dann schmeckt es plötzlich ganz gut. Nein! Natürlich, natürlich. So, tja, ich weiß aber immer noch nicht, wo wir jetzt hin sollen. Dem da zu folgen ist irgendwie ein bisschen müßig, ein bisschen sinnlos. Mist, hier geht auch nichts auf. Okay, das klappt ja super. Ah ja, dann gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Ach, natürlich, hier sind die ganzen entsorgten Arme und sowas. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir landen. Am Boden der Tatsachen, wie es aussieht. Alter, wo sollen wir denn lang? Wie kommen wir da hin? Was ist all dies, der Sinn darin? Ich raff dem nicht so ganz. Also wir müssen natürlich gucken, mit welchem Förderband wir weiterkommen. Welche Förderungsmittel wir da beantragen können natürlich auch. Und das hier kommt mir verdächtig bekannt vor. Jo.
Ach, kommt ihr Süßen. Na, komm mal her. So, der ist noch gut. Verkaufe ich auch im Ikea-Flohmarkt. So, die haben wir jetzt erstmal beseitigt. Ich glaube, ich werde mich hier verlaufen. Help! I need somebody! Help! Not just anybody! Help! Hier kommen wir doch auch noch wieder... Ah, nee, hier. Verdammt. Ach, okay. Eddie Handkante am Start! Boah, scheiße. Das kommt mir schon wieder mehr bekannt vor hier. Hopsa, uah. Alter, müssen wir die ganze Scheiße normal machen? Och nö, och nö. Ach, da kommen wir doch eh nicht rein. Scheiße. Naja. So, dann hier weiter, Alter. Dann müssen wir da unten gleich wieder aufs Trapez. Ich frage mich halt nur... Ich frage mich nur, wo wir das andere Ding da auskriegen. Wir müssen doch irgendwo das andere Tor öffnen können, verdammt. Uah. So, da unten war nix. Mit dem Förderband kommen wir nirgendwo hin. Mit den Förderbändern kommen wir auch nirgendwo hin. Da kommen wir auch gleich wieder in so eine Häckseleranlage. Wenn wir auf die unteren Förderbänder springen, dann kommen wir auch nicht wieder hoch. Da geht's auch nicht weiter. Da ist nix. Da sind zwei Türen, die nicht aufgehen. Da ist auch nichts zu machen. Ich bin gerade so ein bisschen ratlos, wo wir jetzt hin sollen. Da drüben ist die Verbrennungsanlage. Hier sind wieder diese Dinger. Und hier kommen wir wieder hier an. Also Witz. Also Witz. So eine Scheiße. Sonst gibt es hier auch keine Knöpfchen und gar nichts. Das haben wir schon geöffnet. Oh, nicht wieder das Feuer. So, da sind wir schon lang, glaube ich. Uah. Das ist ja super.
Tja, ich glaube, da mache ich wirklich gleich mal eine Aufnahmepause. Ach, siehst du, mit den Fässern hätte ich die Dinger explodieren lassen können. Ha, 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 ha. Was passiert denn jetzt mit den Fässern? Okay, das ist ja schon mal toll, dass ich hier bin. So richtig weiterhelfen tut mir das aber auch nicht. Ja, super. Ach nö. Ach, weißt du, pass auf, ich mache jetzt eine kleine Aufnahmepause. Weil sonst, ich will nicht gefrustet werden, wenn wir den Weg nicht finden, weißt du. Das Spiel macht mir zu sehr Spaß, als dass ich jetzt durch meine eigene Unfähigkeit. Aber ich weiß nicht, was soll es bedeuten? Nee, ich weiß echt nicht, wie wir hier... Hier muss doch irgendwo einen Hebel geben, um irgend so ein Ding zu öffnen. Aber wo und welchen? So, hier waren die beiden Fleischmützen. Ruhe und Frieden. Da oben war nichts, ne? Nee, da war nur diese schäbige Tür. Das kann doch alles nicht wahr sein. So, hier ist nix. Wo kommen wir da hin? Ach, gar nicht, weil wir nicht zurückcrouchen können. Da ist doch dieses eine Ding in der Mitte, diese eine Hebebühne in der Mitte. Mit der könnten wir vielleicht irgendwo hin. So eine Hebebühne. Hebebühne. Eine Hebebühne. Habibi, Habibi-Bühne. Habibi-Bühne. Ne. Jetzt krieg dich mal ein. Eine Hebebühne wie die eben gerade. So eine schwebt da ja noch mitten im Raum rum. Oh, bisschen zu früh, aber ach, egal. So, pass auf, ich speichere jetzt hier, ne? Hier speichere ich jetzt ab. Ich mache jetzt mal einen richtigen Spielstand. So, und wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahme. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz gucken, ob und wie wir hier irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Ne, bis später. Tschüss. Hebebühne, Hebebühne, Habibibühne, Hebebühne. So, jetzt aber. Tschüss.